Ja, ein herzliches Willkommen zu Tomb Raider. Ich wollte mal ganz kurz noch etwas zu meinem Grab des Abenteurers sagen, deswegen habe ich auf Pause gedrückt. Und zwar habe ich mir das Ganze bei Valle Gaming angeguckt. Und tatsächlich, also wir müssen auf dieses Flugzeug und vom Flugzeug kommt man auf die Terrasse und da steht dann der Schatz. Dort gibt es 180 Bergungsgut. Bei mir funktioniert es nicht. Ich habe es noch ein paar Mal versucht, aber es klappt wirklich nicht. Sie springt da einfach nicht nach oben. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt hier weitermachen können. Und ich glaube, ich sollte mich da ganz schnell verstecken. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wie sieht's aus? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Oh Gott. Boah, die erschießen die da alle. Da ihr da so schön beschäftigt seid, ich renne mal gerade vorbei. Komme ich da jetzt so rein, ohne entdeckt zu werden? Ja, wir haben sie. Oh nein. Anscheinend nicht. Nein. Okay. Das machen wir dann nochmal. Einen Augenblick. Konzentrieren wir uns mal. Das muss doch klappen. Die sehen uns nicht. So ganz schnell da rein. Jawohl, hat geklappt. Alter. Nix sieht er, gar nichts. Was jetzt? Wo lang? Da rein? Da rein. Aber ohne mich. Dreckskerl. Nein. Die kleine Lara. So. Und jetzt weiter. Fahren wir hier lang. Alles brennt. Da sind welche. Schnell, aber vorsichtig.
Da ist niemand. Weiter. Da liegt jemand. In einem Magazin. Oh Gott. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Das war's. Nummer 1. Outsider. Na komm. So, das war's. Oh ne, der steht immer noch. Aua. Mist. Nicht getroffen. Kann der immer noch stehen. Jetzt aber nicht mehr. Gibt's doch nicht. Zur Tür wahrscheinlich. Schnell da rein. Oh, aber ganz schnell. Oh, Mist. Gott. Hier raus. So, schnell weg. Ich bin ja auch leise. So, und jetzt? Geräuschloser Kill. Nutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Da oben ist einer. Ah, da fällt er runter. Und weiter. Ah, da sind noch mehr. War es denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt, gute Verbringer. Jo, der ist einfach umgefallen. Komisch, ne? Was ist passiert? Oh, Mist, den habe ich nicht getroffen. Der sieht mich nicht. Oh, da kommt, glaube ich, noch einer. Aber wir bleiben mal hier. Oh, Mist. Nix da. Ja, Fee und Gnade. Noch eine Kiste. Gut. Und nach oben. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So, wie geht's weiter? Da sind noch Pfeile, brauchen aber keine mehr. Wir sind voll. Jetzt könnten wir da lang gehen. Aber ich glaube, wir springen da die Wand erstmal hoch. Vielleicht gibt es da noch was zu holen.
Ja, da oben sind noch Pfeile, aber Pfeile haben wir ja. Und was leuchtet da? Das ist bestimmt für ein Geo. Zahlen. Ja. Irgendwelche Koordinaten? Geocaches. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Was haben wir hier? Eine Kiste. Hallo? Und noch Pfeile. Und ein Lager. Wie schön. Weil ich glaube, wir hatten ja einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und irgendwas mit Outfits habe ich auch noch gelesen. Dann gehen wir da mal hin. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ja, ich wollte Lara nicht unterbrechen. So, jetzt sind wir in den Jäger-Updates, Fähigkeiten. Sicherer Schuss. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Sicher nützlich. Was haben wir noch bei Überleben? Überlebenskunst. Zusätzliche Belohnungen. Verbessertes Bergen. Der Knochensammler. Und Pfeile wiederfinden. Aber hier stehen ja überall immer Pfeile rum. Eigentlich sind wir ständig voll. Braucht man das? Ich glaube, wir nehmen mal das verbesserte Bergen. Weil irgendwie bin ich mit Bergungsgut immer ein bisschen mau. Gut. Und dann können wir jetzt mal in die Ausrüstung gehen. Und wir haben nämlich 118 Bergungsgut. Ich habe fast die Vermutung, dass man damit nichts anfangen kann. Genau. Mindestens 200. Hier dasselbe. Kann man nicht wirklich was machen. Aber hier sind die Outfits. So. Mal gucken. Da haben wir das Standard-Outfit, was Lara gerade anhat. Das Jäger-Outfit. Das Piloten-Outfit. Guerilla. Die Bergsteigerin, Ingenieurin und die Meisterschützin. Okay. Ich finde ja... Nee, dreckig machen wollen wir uns nicht. Aber wir versuchen mal das Piloten-Outfit. Und dann gucken wir uns die Lara mal an, wie sie jetzt aussieht. Sieht doch gut aus. Aber sie ist immer noch total blutverschmiert und verspritzt. Wir sollten uns mal waschen. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Tschüss!